herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Vollforce-Projekt. Muss immer noch aufpassen, was ich sage. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du sehen willst, wie viele von diesen Bäumchen ich hier insgesamt hier drauf kriege. Das wäre nämlich ein Träumchen, wenn wir so richtig schön voll bekommen. Und dann mal schauen, wie viel dafür letztlich als Lohn in die Tüte kriegen. Ich habe übrigens, als ich das erste Mal Ferienarbeit gemacht habe, damals wirklich noch kein Konto gehabt. Und dann musste ich zur FIBU. War da mein Onkel, ne? Also alles hier, ne? Vetternwirtschaft und so. Und der macht da den Tresor auf und holt da so einen Briefumschlag raus. Mit so einem Papiertütchen und dem Lohnzettel. Ja, habe ich da so meinen Lohn gekriegt. Ferienarbeit. Gleiche Firma, wo ich dann später auch ganz unten angefangen habe. Also wirklich mit einer der beschissensten Arbeiten, die hatten und mich dann hochgearbeitet haben. Zum Thema, YouTuber haben auf einmal Angst, dass sie mal arbeiten müssen. Nur mal so an die Adresse mal jetzt gesagt. Habe ich aber schon häufiger mal erzählt. So, warte mal. Na? Ja, perfekt. Genau so habe ich mir das überlegt. Gut. Ah, da kriegen wir trotzdem noch ein, zwei drauf. Haben wir denn hier noch einen? Der ist natürlich zu schwer. Da müssen wir hier nochmal einen vom Kopf hauen. Ist der wächst in der Halle drin. Also die Mapper, die haben sich hier nicht mit Ruhm bekleckert. Das muss man schon sagen, ne? Auch ein Grund, warum ich die Map nicht unbedingt weiterempfehle oder verlinke. Du machst doch besser. Nein. Kann ich nicht. Ich spiele ja trotzdem gerne, seht ihr ja. So, warte mal. Ich habe da hinten auch schon so einen Portalbaum entfernt, der so in der Luft schwebte. Das können wir uns gleich mal angucken. Da sieht man an den Stuken, der schwebt da so rum. Ja, komm her. So. Guck mal, nochmal 9 Meter oder so, weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Schnittkante auch noch was zu sagen hat, ne? Das wäre ja was. So. Pass auf, dann nehmen wir jetzt erstmal den schweren. Können wir den eigentlich irgendwas noch verkaufen für den? Nee, ne? Wir brauchen... Wenn wir uns den... Genau, wir wollen ja nicht den Ponze, weil den haben wir damals im LS5... 17... schon gezeigt. 15 glaube ich auch, ne? Huch! Entschuldigen Sie. Auf jeden Fall weiß ich gar nicht, hängen die nur so da drin, weil die irgendwie da so komisch runtergerutscht sind? Ist ein bisschen komisch, ne? Es sieht so aus, als würden die vorne hochstehen, da wäre eigentlich noch mehr Platz. Das wäre nicht so günstig. So, den lassen wir mal so ein bisschen überstehen. Um genau dieses Überstandsproblem da vorne so ein bisschen zu lindern. Also letzte Folge noch erzählt, ja, wir machen diese Folge und den Wagen voll, aber da geht ja so viel drauf. So. Wir haben es aber gleich, Leute. Und dann fahren wir den Berg runter. Oh Gott. Ich habe jetzt schon irgendwie so ein ganz bisschen Respekt davor, muss ich sagen. Ach, so eine Rampe wäre auch cool hier, ne? Aber ja, den musst du ja mal neu platzieren. Ist auch blöd. Blöd, blöd, blöd. Und vielleicht einen Teleskoplader. Ich glaube, das... So, weißt du, den schweren Teleskoplader? Aber da kannst du dann noch dein Rohr richtig schön weit ausfahren. Also dein Schwenkgelenk. So, und wenn es nicht passt, das ist ja auch das diesjährige Motto. Ich darf vielleicht nochmal daran erinnern, es gab ja eine Neujahrsansprache.
wo wir ein bisschen drüber gesprochen haben, was mich so in diesem Jahr so bewegt hat und was euch so bewegt hat und was wir daraus für Konsequenzen ziehen. Und ja. Rein gerutscht, falls du nicht weißt, wovon ich rede. Und wir... Weißt du was, wir sind gerade hier, dann hören wir noch rein. Komm. Ich will wissen, was passiert, wenn wir den jetzt absägen. Da fliegt vielleicht die ganze Halle durch die Gegend. Mal auf. Er soll in die Halle fallen. Gucken, was dann passiert. Was dann geschah? So. Ja. Da waren sie wieder, meine Probleme mit den Bäumen, die hier den Berg runterkullern. Das wäre noch interessant, wie das gehen soll. Das wäre schon bei dem hier interessant. Meine Vollgas hier. Stiel am Start. Stiel geregelt. So. Ja, ja, nun, da komme ich nicht dran. Also da brauchen wir andere Maschinen für, würde ich sagen, oder? Ja, das ist ja... Guck mal hier, das ist so ein Baum, ne? Der hängt hier so halb in der Luft. Das einzige Schöne bei dieser Baumsägemaschine, die wir vorne hinten dran haben konnten, war, dass wir da wirklich schön aussuchen konnten, wohin soll das Ding jetzt fliegen, ne? Das war hoch. Ja! Mit dem Baum in der Gegend rumfliegen. Das war, genau, beim ersten Drehen. Perfekt. Ist ja ein Traumbaum. Ist kein Doofbaum, das ist ein Traumbaum. Hallo. Gänsefleisch mal hier. Danke. Gänsefleisch. So, warte mal. Ich wüsste übrigens nicht, dass ich schon mal so wirklich ganz bewusst gegessen habe. Wortspiel. So. Mal hier. Heißt ja sonst immer, ne? Oh, die Weihnachtsgans, ne? Die muss ja sein, ne? Huch. Natürlich, wenn man das Maßband ausschaltet, fängt auch der Baum weg, weil das gleiche Taste ist, Gardehol. Das war wieder sehr geschickt von dir. So. Ja, komm, dann versuchen wir die noch drauf zu bekommen. Geht da eigentlich mehr drauf als auf den MAN? Wäre auch mal so eine Frage. Weil der MAN hat ja noch so ein riesen Ding da dran. Und kann man an den MAN dann hinten nochmal den Fliegel nochmal dranhängen? Und dann auch damit beladen? Das wäre natürlich geil. Da wollte ich gerade sagen, da brauchen wir nämlich den Träger nicht mehr. Aber wir brauchen halt doch noch, weil wir Bäume anpflanzen müssen. Andersrum würde ich sagen, oder? Das ist auch so ein Problem. Wir müssen mal uns angewöhnen, dass wir immer von rechts und links draufpacken. So, warten Sie kurz. Ja, es geht doch. Was? Aufgrund von leichten Erschütterungen. Was für eine Physik die mittlerweile in dem Spiel haben, ne? Leichte Erschütterung, der Baum fängt an zu rutschen. Ist klar. Mal positiv gemeint, ne? Du fährst in die Nähe, ne? Der Erdbogen wackelt so ein bisschen. Wird ja auch immer... Das ist ja auch so eine Senden- und Empfangen-Sache, ne? Tja. Auch gerne mal Sachen rein verstanden, die da nicht rein zu verstehen sind. Ich krieg kalte Füße, ich hab das Fenster aufgemacht. Und jetzt wieder. Komm her. So, jetzt ist aber, glaube ich, langsam mal gut hier, oder?
Würde ich mal so sagen. Warte, hey, das lässt mir keine Ruhe. Komm, jetzt nehmen wir noch eben. Ja, das ist halt das Problem, was da in Kürze noch mehr auf uns zukommt. Ja, aber wie kriegen wir denn da raus? Wie gesagt, Seilwinde wäre geil, wenn es die vielleicht mal wieder gibt, dann. Ja, oder mit dem Greifer. So, haben wir denn noch irgendwas, was wir hier aufladen können? Hat die hier hinten schon welche kurz gemacht? Ja, auch, ne? Dann würde ich sagen, den noch. Und dann wird es Zeit. Lass mal gucken, was da so mal rumkommt. Mir alles noch nicht. Und dann müssen wir diesen Weg darunter. Wow, 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 hallo. Sekunde. Und dann müssen wir diesen Weg darunter auch noch heile ankommen. Nein. Warte mal. Ah, zu schwer. Ah, ich dachte. Nein. Okay, dann nochmal gescheit. Ah, der ist aber wirklich, dass der zu schwer wäre, hätte ich gedacht. Wir haben auch eben schon diese halben Baumstämme transportiert. Mit einer Hand. Wenn wir gleichzeitig mit der anderen Beethovens 9. auf einem wunderschönen Piano gespielt haben. Keine Ahnung, wie ich da jetzt gerade drauf komme, aber... So. Zweiter Versuch. Wir machen auf. Wieso? Wieso können wir denn jetzt hier keine... Wieso können wir keine Bänder anbringen? Möglicherweise, weil der hier so ein bisschen übersteht? So, ist mir sicherer. Ich weiß nicht warum. Das ist nur so ein Bauchgefühl, sage ich mal. Dass wir da hier da doch ausnahmsweise mal so. So, dann, genau, dann würde ich noch eine Sache machen, kurz. ...15,6% Traktor. Ja, da sieht man die Auslastung. Habe ich noch gar nicht so drauf geachtet. So. Würde ich ausnahmsweise... die Berufsgenossenschaft nicht schimpft. Das muss man ordnungsgemäß machen. Ja, ich würde sagen, der kann sich sehen lassen, der Wagen. Alter. Aber Anhänger zeigt das so nicht an als Gewicht, ne? Hm. Ach, da unten! 21,8 Tonnen. Ach du je, wir müssen ja auch den Weg hier hoch. Hab ich gar nicht dran gedacht. Ob das gut geht, liebe Leute, das seht ihr in der nächsten Folge.
Tatsache. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Hier in LS19. Vollforst. Und dann finden wir raus, wie viel wir dafür bekommen. Für, ja, zwei Folgen quasi den Wagen voll machen. Da bin ich mal gespannt. Hier müsste es eigentlich so ein Secret geben, ne? So ein Easter Egg, dass wir hier hochgekommen sind. Oder auch nicht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.